7 Tage nichts gegessen. Hungriger Hugo enthält bezahlte Werbung. Was ist das denn? Wo sind die 100 Gifted Subs? Kapi, er ab. Ja, gerade die Partnerschaft beendet mit denen. Irgendeinem Bürogebäude kämpfen 8 Kandidaten 7 Tage ums Überleben. Sie treten an, um fettigen Pizzen, geilem Auflauf und vielen weiteren Leckereien zu widerstehen. Da ist das Ende. Das ist ein Stuhlgang biblischen Ausmaßes. So geil geschnitten, Digga, schon. Auch cool, dass die Stimme da am Start ist von Seven Wears Wild. Ich hab gottlosen Durchfall gehabt, Digga. Und alles voll spritzt. Na geil. It's over. Es schießt. Ja! Mein Tee! Ersten Tee, Digga. Das freut mich so heftig. Du bist bei mir das ein Tee auf Schule für den ersten Tee, den du gewinnst. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Das heißt, der Körper erwartet die nächste Mahlzeit. Oh, Hugo, musst du halt. Ich hör's so. Tatsächlich, ich meine, ihr seid komplett von allem. Ich hör's so. Ist das feste Uhrzeit, wo man aufstehen muss? Ja, wir müssen um 11 Uhr auf dem Laufband sein. I see trees of green. Auf den jetzt, Hund! Oh mein Gott! Hugo, keine Show, ich nehm dich runter. Keine Show, ich hab's gesehen. Keine Show. Geilo. Mach jetzt richtig, sonst reiß ich euch den Arsch auf. Wow, clean, man. Keine Show. Kann ich kurz dein Handy haben? Da, geiler. Warum ist da eine Erdbeere? Hugo auf cool mit Händen in die Tasche. Ich will Hugo die Erdbeere. Ich mache mir keinen Stress. Hey, ich zähle zu den Leuten, auch gedacht hat, dass Let's Hugo der Hugo ist, der auch hungriger Hugo macht. Voll viele Leute haben mich angesprochen und gesagt, ich habe gedacht, das wäre auch der Hugo von Hugo. Der eine oder andere von euch hat es auch gedacht. Nein, niemand denkt das. Digga, wer denkt, hä? Imagine 2023 noch denken, Hugo und Hugo wären dieselben Personen. Nur so Vollidioten 12 Jahre alte Kids, die mich aus diesen Videos hier kennen und sonst nicht. Die denken das. Warum stehst du hier so random? Was soll ich machen? Hugo Mara, kein Lacher. Super netter Typ, Digga. Mag ich sehr gern. Hab ihn ja vorher noch nicht einmal kennengelernt. Den hat man ins Herz geschlossen. Ich sag euch was. Montag Hugo adoptiert 1:1 seinen Sohn. Monte sieht. Das könnte das Unterhemd sein, was er da jetzt anhatte. Könnte das sein, womit er mir vor 2 Tagen den Arsch abgewischt hat. In Real Life so krank anders aus als in der Cam. Der Cam sieht da halt aus wie Monte. Aber in Real Life, weiß nicht, er sieht aus wie ein Pater irgendwie. Hast du an ihm gerochen? Nee, Bruder, ich hab jetzt nicht seine Eier gerochen. Ich hab Hugo jetzt nicht richtig kennengelernt. Einmal haben wir auf Toilette ein bisschen rumgeleckt, war sexy. Ich hab ihm die Hand gegeben und hab so gemacht. Ich weiß nicht, war das ein Kompliment von Hugo oder nicht, dass ich aussehe wie ein Vater? Meint er damit, dass ich alt aussehe als oder meint er damit, dass ich so eine Art Vorbildsfunktion oder Dominanz ausstrahle? Beides? Okay, ich sehe alt als aus, strahle aber eine gewisse Dominanz aus. Hm. Oha, ich bedanke mich. Ich bedanke mich, dann machen die mehr. Ich sehe mal noch. Was sagt, ja, Hugo zählt einmal. Das Ding ist, die Leute haben das wirklich ernst genommen, ne? Boah, habe ich da schlimme Kommentare gelesen. Balenciaga-T-Shirt an. Das steht ihm gut. Sieht doch fresh aus, Digga. Bisschen zu nach Hause? Ich fand, das sah echt gut aus bei ihm. Sag ich ehrlich. Hat ihm gut gestanden. Steht mir die Hose? Oh mein Gott, Digga. Man findet seinen Style, man entwickelt sich weiter. Ich sehe, glaube ich, aber immer gleich aus. Nein, vertrau mir. Guck dir meine Videos früher an. Ich sah aus wie Moneyboy mit Down-Syndrom. In den Streets vertick ich Crack. Was ist mit dem Boy los? Denn der Cap, wo drauf stand, sorry, I'm fresh. Oder I'm your father. So dämlich, Alter. Diese dämlichen Ohrringe. Guck mal, wie dämlich ich hier aussah. Ey, aber gut, Carsten, topft das Ganze nochmal ein bisschen. Der ist mir rausgerutscht vor Freude. Ich hab deinen Chat schon gelobt. Das ist ein geiler Chat, Digga. Das ist der Papa-Platte-Chat bloß und besser. Ja, Mann. Voll, Bro. Hat jemand bekommen, dass Hugo mitkommen würde, wenn ihr wollt? Digga, wir sind eh heute Abend bei dem, wir labern mit dem. Ich glaube, es könnte sehr, sehr funny werden. Hast du morgen wirklich ein, zwei Tage mitzukommen? Ja. Fahr direkt mit.
wir haben eine Gruppe. Hast du so ein Pullover oder so? Ja. Digga, wir fahren halt im Winter, ne? Ja, ja. Jacke muss ich mir kaufen. Ich hab zwei dabei, du kannst eine haben. Danke. Also für den Trip, ich würde die schon gerne dann wieder haben. Ja, nee. Sprechen verlernt, Digga. Sollen wir jetzt auch erwähnen, dass wir noch ein Ticket brauchen für Hugo? Was machen wir jetzt? Ich bin unter 14. Habt ihr eine Mütze? Das sieht in der Mütze nicht jünger aus. Doch, wow. Ich schwöre, guck. Und als ob die keine Ausweise gut checken. Hast recht, doch. Ich war 14. Bleib so. Du bist langsam ein großer Junge. Wir müssen nur noch Ticket für Hugo kaufen. It's Voyage, the good or bad. Okay, can we make Hugo one class lower? Für Hugo einfach so Haustiertarif. So eine Transportbox. Oh, frag wegen Internet, Bro. How is the Internet? Not so good, right? Frag LTE, Bruder. LTE ist wichtig. Do you know if it's LTE? Frag, ob es internationale Gewässer sind. Wir müssen halt mal die Fresse hier. Kriegst du das hin? Let's, it's a 4-hour drive. War das so ein Hotel-Drive-In-Check-In oder was? Ach, Fähre. Ich muss wirklich, das ärgert mich auch ein bisschen. Erstmal, dass Papa Platte und ich das nicht hinbekommen haben, dass wir uns treffen und ich mit bei denen auch ein bisschen am Start bin. Übrigens haben wir meine Mods geschickt. Es gibt von der gesamten Tour von Papa Platte der meistgeklickteste Clip mit 60.000, 70.000 Views auf Twitch. Warum nicht mit Monte? Also, hier nochmal kurz die Erklärung. Kevin und ich waren die ganze Zeit im Austausch und hatten definitiv vor, dass ich auch auf der Edeltour am Start bin und wir uns ein bisschen connecten, Spaß haben. Ich mag Kevin sehr gerne. Viele wissen es ja nicht. Ich habe ganz früher damals auch mal mit ihm zusammen schon PUBG gezockt und so. Also ich kenne Kevin und wir verstehen uns gut. Das Problem war, am letzten Tag, wo die unterwegs waren, das war der Tag, wo sie dann mit Trimax auf den Dom gegangen sind, hätte ich erst Zeit gehabt ab 6:30 circa. Ich hatte tagsüber ein Fotoshooting, hatte Kylo noch am Start und das hat leider zeitlich dann nicht in den Plan von den Jungs gepasst, weil die ja nach Hause gefahren sind. Hat dann leider nicht gepasst. Ich muss fairerweise sagen, Kevin hat mich auch beim Start der Tour gefragt. Da habe ich ihm auch zugesagt. Musste ihn dann aber absagen. Warum? Weil ich vergessen habe, dass ich an dem Wochenende in London bin. Das tat mir dann auch ein bisschen leid. Da hat er geschrieben, yo Digi, wir kommen jetzt irgendwie morgen vorbei. Und habe ich gesagt, Digga, sorry, ich habe ganz vergessen. Ansonsten wisst ihr, Chat, ich bin momentan, beziehungsweise die letzten 1,5 Jahre, jedes Event, wo ich eingeladen werde, komme ich auch hin. Wenn es zeitlich passt, beziehungsweise gesundheitlich passt. Ihr wisst, was ich für ein Blow-Up hingelegt habe in den letzten 1,5 Jahren. Alle geilen Events, die meine Jungs veranstalten, wenn ich eingeladen werde, Onkel Monte kommt. Habe ich Bock drauf. Dementsprechend tut es mir ein bisschen leid. Ich wäre gern dabei gewesen. Eins möchte ich nochmal anmerken. Ich habe leider relativ wenig gesehen. Aber die Edeltour von Papa Platte war ein dickes W. Ich pisse jetzt in unsere Toilette. Bist du da jetzt hin? Oder wer will mich aufhalten? A few moments later. Leute, die Klospülung geht nicht. Wir fahren jetzt mit einem Eimer voll Pisse. What the fuck? Nee, ist echt wenig. Digga, das ist nicht wenig. Wie spült man? Und? Wow! Digga! Oh, shit! Die Pisse wackelt! Ihr müsst kommen, wir müssen auf die Fähre! Was? Wasser! Süßwasser! Bist auch du so ein großer Wasserfan? Dann würde ich das jetzt vom Hocker hauen. Nee, Wasser. Weiter. Jetzt! Durchsicht! Wieder mehr 100 Euro ab, ne? Statt derb aus. 10 Strike, Alter! Vom 30.03. bis zum 30.04. auf alles außer limitierte Bundles. Ja. Wie viele Kinder hast du? 5. Hast du ordentlich was zu tun, ne? Ja. Willst du Kinder heiraten? Kinder heiraten? Wenn du beispielsweise als Kind dir etwas eingeprägt hast, dann bleibt das meistens ganz blöd. Oder mit der Decke, Bro. Du weißt, Baby. Die Liebe ist so eingerollt. Dann so zu schlafen. Auf der Singlebörse Tinder betrügt er etliche Frauen. Auf zu Tindern! Bruder, die sehen das! Wie funktioniert Tinder? Ich habe gar keine Ahnung, wirklich nicht. Wenn er so swiped, was, ist das gut oder schlecht? Rechts ist Like, links ist Müll. Die einzige App, die ich kenne, war LaVou. Bei beiden Plattformen habe ich einen Account, einen verifizierten Account auch. Aber nur, damit niemand meinen Namen fake. Aber ich habe die Apps nicht mal auf dem Handy installiert. Genauso wenig wie Snapchat. Nee, wirklich. Wallabila, ich habe diese ganzen Apps nicht auf dem Handy. Ich weiß noch einmal, war das glaube ich auf LaVou, da hat irgendeine Alte mir geschrieben, hat mir Nacktbilder geschickt, ohne dass ich gefragt habe, hat geschrieben, schick du auch was auch geschrieben, ne? Passt eigentlich ganz gut, eine coole Überleitung. Ja. Boah, verdammt, Digga. Ich geier nicht auf Frauen die ganze Zeit. Wer war das aber, hä? So. Wer war das? Ist das eine Aule Streamerin? Ich geier nicht auf Frauen die ganze Zeit. Oder wer ist das? Hab ich noch nie gesehen. Mitarbeiterin, ach so. Verbal und so.
Wie schamlos kannst du bitte nur sein? Jetzt langsam reiß doch, wir sind essen. Ich Tinder unterm Tisch. Wir sind hier auf dem Event, du Tinder. So, Digga, ich bin schon auf Tinder hier die ganze Zeit. Klar, aber das stimmt gar nicht. Das stimmt, das kann ich nicht vorstellen. Also, er dachte, wir haben alle ein Hotelzimmer und er kann auch so auf Mann essen abends. Ich hab 2 Stunden vorher Bescheid bekommen. Also echt ein Date hierher eingeladen, kommst hier an und siehst, dass wir ein Achterbett haben. Ich war schon mal 8 Monate gegangen. Hey, wie meine Ex-Freundin. War gut, oder? War die größte Scheiße ever. Ich wurde so dünn und hässlich. Jemand die Ananas? Ja. Oh, was ist das dumm? Was ist das dumm? Oh, wer wohnt denn nach Ananas? Ganz tiefe Meer. Hallo, wir fahren jetzt hier. Max sieht super fruchtig aus. Tiefe Zimmer. Das können wir schon mal machen. Die Rezension von ATU. Sehr nass werden wir schon. Big Snow. Ja? Und nicht da ist Little. Little Snow. Ich verstehe jetzt nicht. Was geht? Sure, sure. Okay. Alright, can we take a picture? For me? Yeah. No, I don't want. Okay. Okay? Alright, thank you. Mama, have a good day. Warum fragst du das so awkward, Mann? Evil. Denkst du, wir sind so Petros, Weirdos oder so? Take some pictures. Can we take a picture? Die größte Waschanlage. Das war ja wirklich maximal unangenehm, Digga. Aber der Welt. Rein nicht bis. Ey, das sind doch 2 Teller dreckig. Das Spiel ist dann ernst. Wo ist dein Buchwort? Ich hab mir gesagt, komm, in Hamburg und Flug. Oh nein. Bitte sag mir, ihr habt es nicht gesehen, schön. Doch, habt ihr, oh mein Gott. Ja, gutes Video, Digga. Gutes Video, gefüllt mit gutem Content. Dickes, geil, also ein dickes W für das Video. Ja.